Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück beim Master of Orion Conquer the Stars mit mir, dem Mr. Merp. Wir spielen, die Menschen sind immer noch in Early Access Nummer 6 und bauen unsere Flotte auf. Und versuchen nebenher noch, wie gesagt, ein bisschen unsere Kolonien hochzuziehen und haben jetzt auch, das habe ich am Ende des letzten Videos schon erwähnt, den Urlaubsbereich von mir persönlich so ein bisschen ja, erreicht, aber höchstwahrscheinlich auch von euch. Weshalb ich so ein bisschen in die Notlage gerate, wegen der ewigen Zeiten, die ja die Bulrasi und die Psylon jetzt brauchen. Ihr seht ja, also die Bulrasi brauchen jetzt hier immer noch, währenddessen ich jetzt hier schon seit 40 Sekunden rede. Und ja, davor haben die auch schon eine Minute rumgedödelt. Und danach kommen nochmal die Psylon mit 30 Sekunden. Deswegen sind diese Folgen jetzt alle kürzer, so ungefähr 15 Minuten, weil nämlich ansonsten es nicht möglich ist für mich, euch jeden Tag mit Videos zu versorgen. Und ich lasse euch jetzt gerade eben hier einfach nochmal so ein bisschen genießen, wie lange die ollen Bulrasi hier brauchen. Ich meine, ich könnte ja auch damit leben, wenn sie mich einfach wegholzen, ne? Damit könnte ich ja leben, aber die ignorieren mich ja. Und das ist das, was die Sache wirklich lästig macht. Ich würde so, so gerne ihnen auf die große, ja, bärige Klappe geben. Aber ich darf nicht. Und ja, ich bin auch da bewegt sich tatsächlich mal was. Also wie gesagt, es gab ja schon mal Diskussionen unter einem Video von mir, ob da jetzt wirklich alles animiert wird. Ich persönlich befürchte einfach, dass wirklich auch die unsichtbaren Sachen alle fließend animiert werden, auch wenn man sie nicht sieht. Denn ganz ernst, ich kann mir die Dauer, wie das ihr alles echt braucht, sonst nicht erklären. Das macht einfach ansonsten keinen Sinn. Also, und selbst wenn, das sind keine Tausende von Planeten, dass das so lange dauert. Es muss Gründe geben, warum das so lange dauert. Und darüber kann man natürlich jetzt viel spekulieren, aber so oder so ist nicht der Idealzustand. Er kommt jetzt, seht mal zu, dass ihr hier noch mehr Bevölkerung hinkriegt. Ja, so macht das doch Spaß. Moment, why? Moment, kann ich... Krieg ich das hin? Nee, ich krieg das, glaube ich, nicht hin, dass es in einer Runde hier oben fertig ist. Aber wir könnten ja nochmal eine Voyager bauen. Das ist ja auch so ein Megaplanet hier. Wie schnell bekomme ich hier eigentlich Fregatten hin? 5 Fregatten. Zerstörer, 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 Schlachtschiff. Fregatten mal 5 in einer fucking Runde. Ja, hallo, hallo, hallo. Wir trotzdem erstmal nochmal eine Voyager gebaut haben. Moment, ich will mal was gucken. Bekomme ich es hin? Unter Aufopferung meiner Arbeitskraft hier. Die Technologie eine Runde früher zu erforschen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Doch! Das will ich, dann mache ich das so, ganz im Ernst. Dann tue ich später auf Oriab 4 in der nächsten Runde das hier alles nochmal ändern. Dann haben wir die galaktische Vernetzung nämlich früher. Die bringt uns nämlich dann nochmal das galaktische Cybernet und dadurch ist das nochmal... Ach ja, und übrigens die virtuellen Realitätsnetzwerke, die uns auch generell noch was bringen. Und dann können wir nämlich noch schneller forschen. Zumindest so die graue Theorie. Ach, es ist das Ding hier auch schon fertig. Wie lästig. Ja, dann soll's mal nach Hause kommen. Gut, wir haben's jetzt da gebaut. Wobei, nee, ich lass das da. Ich lass das da oben dann stehen. So, und genau, wie gesagt, wir dürfen Oriab 4 nicht vergessen. Das sollte jetzt allerdings passen. I am willing to let this conflict go. As long as you remember your place in the future. Der scheint Probleme zu haben. Hat er vielleicht Probleme mit den Psylonen? Weil sonst würde er uns diesen Frieden nicht anbieten.
Trotzdem verlangt er von uns Galinger 2. Ich sag nö. Ja! Your disdain will be your undoing, Interloper. Oh, habe ich den Bären gereizt? Ich scheine doch so ein bisschen der Stachel in seinem Fleisch zu sein, der ihn so ein bisschen auf die Fallen mittreibt. Und soll ich euch mal was sagen? Ich finde das gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ging jetzt gerade eben überraschend schnell. Also, es ist manchmal komisch. Ich glaube, der hat gerade seine Flotte verloren. Das ist nur so meine These. Weil das... Das ist nur so eine These, dass der gerade seine Flotte verloren hat, weil das ging so schnell. Das kenne ich gar nicht. So, hier haben wir noch mal ein paar Zerstörer, die wir da jetzt auch noch hinschicken. Und jetzt haben wir mal eine Forschung abgeschlossen. So, Forschungsbonus plus 50%. What the fuck? Und jetzt möchte ich zum Teufel komm raus Richtung Todesstern forschen. Auch wenn hier natürlich, Moment... Der Molekulatronic-Computer natürlich auch voll geil wäre, genauso auch wie die der Stellar-Konverter, aber ich möchte... Our scientists have made a new discovery. Die ihre Lippen nicht bewegt, das hier haben. So. Galaktisches Cybernet, einzigartig im Imperium, wird auch instant... Bam! Dafür geben wir Geld aus, gebaut. Und wenn wir das Ding haben... Gucken wir mal weiter. Das entscheiden wir dann in der nächsten Runde, was wir dann da mitmachen. Genau, und jetzt, Moment, ich darf hier nicht vergessen, auf Oriab mussten wir sowieso noch ein, zwei Dinge dann in Angriff nehmen. Und hier müssten wir eigentlich... Ja... Eigentlich müssten wir jetzt hier terraformen, mit Betonung auf eigentlich... Aber ich baue erstmal diese Steuerbehörde und dann terraformen wir. Weil das bringt auf Dauer mehr. So. Jetzt können wir hier Leute wieder runterziehen. Und dafür sorgen, dass dieses Schifflein mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit... Manchmal wäre... Also es ist ja cool, dass ich dass man die alle so ziehen kann, aber manchmal wäre es praktisch, wenn ich da einfach so einen Balken einstellen könnte. So, runter mit euch. Also so und so viel übrig. So und so viel dahin. Könnte es auch so einen Arbeitslosbalken geben, ne? So, guckt euch das mal an. Jetzt sind es plötzlich nur noch 5 Runden. Sehr, sehr sweet. 2, 2, 2, 1. Bleibt immer noch bei 8, deswegen ist es egal, aber ich bekomme dafür dann hier schneller die Bevölkerung hoch. Und dann gehen wir schon in die nächste Runde. Moment, ich möchte mal das jetzt beobachten. Das beobachten wir jetzt gemeinsam, ob der Burathi jetzt wirklich schneller fertig ist. Weil, wenn ja, hat er irgendwo tierisch Dresche bezogen. Nur, dass wir es da nicht sehen. Wir stoppen jetzt einfach mal gemeinsam die Zeit. Das ist jetzt rein hypothetisch, weil das ging gerade eben überraschend schnell, währenddessen ich noch gelabert hatte. Dass er plötzlich mit mir reden will. Aber man sieht auch wenig Truppenbewegungen, ne? Das Reich der Burathi ruht so ein klein wenig in sich selbst. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Nee, ganz im Ernst. Ich glaube, das war vorhin Zufallsereignis. Keine Ahnung, ich melde mich, wenn es rum ist. Also jetzt, nachdem ich ja immer mehr von den Burathi sehe, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, es dauert 2 Minuten, bis sich zum allerersten Mal überhaupt Raumschiffe bewegen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die KI tatsächlich Planet für Planet bearbeitet und lange braucht und erst dann ganz zum Schluss... alle Schiffe fliegen lässt. Weil, wenn die Schiffe geflogen sind, haben wir auch gerade eben rechts unten bei den Psylonen gesehen. Von dem Teil zumindest, den wir von den Psylonen sehen. Kann man feststellen, dass dann danach die Runde der entsprechenden Rasse endet.
Was irgendwo logisch ist, weil dann natürlich, sobald man hier sozusagen auf Rundenende drückt, dann automatisch auch das hier Fliegen ausgelöst wird. Und jetzt haben wir hier wieder den Vertrag mit den Psylonen nicht mehr, um den wir uns mal als allererstes kümmern wollen. You are a welcome sight, Strength. So, I listen Handelsabkommen. intently. Ich müsste ihm irgendwie 800 zuschustern. Lass es 900 sein. Energieabsorbe, Breitband-ACM, Blitzfeld, Xeon-Rakete, Hyperantrieb. Bringt der Hyperantrieb uns überhaupt was? Was will er dafür haben? I find this an equitable Ja, arrangement. ist klar, du knuddeliges kleines Kopfmonster, ey, Dauntless Light System. I find this an equitable arrangement. Puh. Ich will ihm jetzt aber auch kein Geld in den Rachen werfen, ganz im Ernst. Dauntless Range Master Zieleinheit. I find this an Das equitable ist schon wieder viel zu arrangement. teuer. Energieabsorb. Warte mal, Moment. Plasmastrahl. I find this an equitable arrangement. Das würde ich machen. I welcome every chance for cooperation. Den wollte ich nämlich I sowieso listen haben. intently. I find this an equitable So, und ich verlange arrangement. von ihm jetzt natürlich wieder die Creditzahlungen. Was hat er für ein Einkommen? Credits. Weiß es gerade nicht. Machen wir mal. Was? Der hat 4000 Einkommen. I find this an equitable arrangement. Der macht das. I welcome every chance for cooperation. Das ist total sick. Further. Also ganz im Ernst, das muss doch ein Programmierfehler sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Auf Soul haben wir das jetzt. Wir haben jetzt dadurch. Das sind keine 50% mehr. Sorry, also. Das sind 50% mehr auf diesem Planeten, aber nicht 50% mehr im gesamten Reich. Dann habe ich dieses Gebäude falsch interpretiert. Dann habe ich dieses Gebäude falsch interpretiert. 5. Moment. Ja, also das sind mehr als 5. Also das, wir bekommen hier durch das Gebäude deutlich mehr an Forschung. Und das rockt dann auch ordentlich rein. Aber es ist anders, als ich es erwartet hatte. Ich dachte, das erhöht die Gesamtforschung des Universums und nicht dieses einen. Moment. Was tust du? Forschungsbonus plus 50%. Einzigartig im Imperium und erhöht die Imperiumssicherheit um 20%. Eine nahezu sofortige galaxieweite Kommunikation beschleunigt den Austausch von Informationen und Ideen, wodurch die Forschungsleistung der Wissenschaftler und die Fähigkeit der Spione gesteigert werden. Also wir haben ja die oben die Werte gesehen, ne? Wir waren bei 790 rum. Plus 50% sind nicht, dass wir dann am Ende jetzt bei 879 sind und nachdem ich das hier hochgepusht. Wir haben jetzt auf einem Planeten dadurch die Forschungsleistung um 50% erhöht, aber nicht. Es sei denn, der Wert ist noch nicht umgerechnet. Das ist natürlich auch möglich, aber das ist trotzdem sehr, sehr strange gerade eben. Und nicht gerade wirklich befriedigend. So, wir bauen jetzt mal erstmal zum Übergang hier den globalen DNS-Scanner. Und gucken mal, wie es dann nächste Runde aussieht. Der Kreuzer ist angekommen, das ist gut. Was haben wir sonst noch hier? Der ist jetzt da angekommen, der soll jetzt hier warten. Wir lassen alle Schiffe fliegen und werden in der nächsten Folge erleben, was jetzt der Fall ist. Ob das jetzt einfach nur so ein einmaliger Anzeigefehler ist oder ob wir wirklich jetzt erleben müssen, dass wir nicht 50% mehr durch das galaktische Cybernetz bekommen. Und unter diesen Umständen wäre das galaktische Cybernetz, also beziehungsweise, also ja, ich glaube, es war das Cybernet, ne? Wie hieß das Ding nochmal? Genau, das galaktische Cybernet wäre tatsächlich der letzte Müll,
im Vergleich zur planetaren Börse wohlgemerkt, weil nämlich, nee, nicht die planetare Börse. Hä, Moment, galaktisches Cybernet, wo ist denn das Ding jetzt hier? Koloniale Steuerbehörde, nee, irgendwo war doch das Teil, was sehr viel mehr, das, Kapitol. Nee, falscher Planet. Irgendwo habe ich das Ding gebaut und ich weiß nicht wo. Wo man halt hier mehr Geld bekommt. Ne? Das können wir eigentlich kurz mal der Technologie und so mal anschauen. Sekunde. Research continues as expected, President. Ja. Laber du nur, laber du nur. Ich will was ganz anderes wissen. So, ich möchte das hier wissen. Genau. Das Galaktische Währungsbüro. Genau. Weil das ist nämlich Imperiumskredits um plus 100%. Und hier steht einfach nur Forschungsbonus plus 50%. Und dann wäre das Ding hier so viel mehr besser als das hier. Und es wäre idiotisch, das hier zu erforschen, wenn man das hier holen könnte. Vor allem, weil einem dieser kleine Forschungsbonus am Ende hier einen Scheiß bringt. Das ist etwas, was ich am Anfang gerne gehabt hätte. Und nicht, wenn ich noch 5, 6 Technologien vielleicht erforschen wollen würde, ne? Und dann auch noch so ein Pipifax-Bonus. Also, naja. Reden wir drüber, wenn wir mehr wissen beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ade.